Good morning, everyone! We are here at Animal Kingdom Parkplatz. Betonfläche. Ja. Ja, wir wurden gerade gleich schon wieder meckern. Man sieht, wenn man hier anfährt, überall hinter die Kulissen. Das nimmt einem voll die Magic. Hallo, behind the magic und so. Ja, wir wurden gerade aus unserem Uber rausgeschmissen hier. Was abgesetzt. Das längst hat eigentlich gedauert, hier auf dem Parkplatz im Kreis zu fahren. Ja. So, ja. Heute ist unser Erstbesuch in Disney's Animal Kingdom. Und der Park hat heute durch den Sturm nur, dadurch ist der Park heute nur bis 2 geöffnet. Ja, wir dachten uns, warum nicht? Ich meine, besser nur bis 2 als gar nicht. Und wir können ja immer wieder kommen. Jetzt noch die nächste Zeit. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Was auch sonst. Und gucken. Weitergehen. Genau, weitergehen. Ja, ich bin gespannt. Und ich bin vor allem gespannt, wie viel los sein wird. Weil gestern ja schon so leer war, kann ich mir vorstellen, dass es heute auch so oder sogar noch weniger ist. Vielleicht hat Avatar unter 100 Minuten, wer weiß. Das wäre ja krass. So, do you guys know the difference between spiders and tarantulas? No. It's actually really fun. So, tarantulas will always have 8 eyes. Spiders can have anywhere between 2 and 10. Wow. And it's going to be in all different arrangements, and that's how you can tell some spiders apart. Even though we're schon voll happy. So süß. Okay. Wir sind jetzt gerade rein. Oh, Jürgen ist wieder am Start. Jürgen ist immer dabei. Mein Gedächtnis ist echt schlecht, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, dass ich gestern einen Fingerabdruck geben musste beim Reingehen. Und deswegen habe ich jetzt heute nicht mehr gewusst, welcher Finger das war und musste alle Finger durchprobieren, dachte schon so, nein, ich bin für immer ausgeschlossen aus Disney. Aber es hat dann irgendwie doch noch funktioniert. Der ist es. Kannst du auch dran denken, dieser Finger war es. Der hat funktioniert. Und dann kam direkt am Eingang so eine Frau auf mich zu. Hey, where are you from? Und ich so. Die ganze Scheiße hier künstlich angelegt. Und ich so, Germany. Und sie so, you're the first German today. Sie hat sich voll gefreut. Oh, ist das schön hier. Aber ist das künstlich? Ist mir egal, es ist schön. Es sind ja echte Pflanzen. Wow. Und ich sage eine Attraktion, weil ich den Namen nicht weiß von der Attraktion. Weil ich am Schild vorbeigelaufen bin mal wieder. Darin bin ich echt gut. Das ist mein Talent, Schatz. Am Schildern vorbeilaufen und nicht lesen. Jeder hat ein Talent. Also ich muss sagen, dieser Bereich hier ist einfach nur gigantisch. Guckt euch das an. Es ist gigantisch. Es ist so schön. Es ist
so toll thematisiert. Wow. Ich bin jetzt mega gespannt auf die Attraktion. Deine Zähne auch. Schwarzlicht! Ja, wir haben gerade festgestellt, es war ein bisschen komisch, weil es immer so ganz weit vorangehen und dann wieder nicht. Das haben wir gesehen. Man kann ja hier in allen Parks diese Elektrofahrzeuge ausleihen. Für Menschen, die jetzt nicht so gut gehen können, kann sich so ein Elektrofahrzeug ausleihen. Und so eins fährt hier in der Q-Line und hält alles auf. Es sieht halt so witzig aus, weil in Deutschland würde niemals so ein Fahrzeug in die Q-Line reinfahren. Und hier ist es voll normal, das fährt durch die ganze Q-Line. Die ist mega lang, ey. Die ist mega lang, aber mega schön. Oh, das ist Licht. Dass das nicht die Attraktion mit dem Animatronic ist. Ich dachte das bis eben noch. Ich dachte, dass das die gehypte Attraktion hier ist, aber offenbar nicht. Offenbar ist es irgendwie ein Simulator oder so. Es bleibt spannend. Oh, guck mal da. Wow. Geil, das ist so abartig geil. See me? No. Great. Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikran, or as we call it, a Banshee. The way you're going to do this is by being matched to something called an Avatar. And I'm here to help you guys get ready. But first, we have to scan you for Pandoran microparasites. Stand still over your number, you're not gonna feel a thing. You're doing great. You're all clear. Great. Now let's go over how all this works. Was sind wir? 6 und 7. Bei dir ist schon ein Match, bei mir noch nicht. Oh, bei mir auch. So, wir sind die Attraktion gefahren. Endlich weiß ich, was das ist. Also ich glaube, Matthias ist begeisterter, als ich es bin. Ich bin mehr als geflasht. Ja. Also ich fand es ganz spaßig. Richtig geil. Man saß halt, es wurde halt simuliert, dass man auf diesem Benji fliegt. Erstmal und wurdest du verlinkt mit dem Avatar. Ja, genau. Und dann hast du dich da hingesetzt. Es war beim Einstieg wie so ein Motorradcoaster, so ein bisschen vom Feeling her. Oder so ein, ja, so ein St. Perla Disco Coaster. Für mich ist immer so dieses gewesen, so ja, man hat mir diese Bilder von diesen Simulatoren gesehen, ne, von diesen Sitzen. Aber das ist ein Flying Theater. Ja, stimmt. Das wusste ich nicht. Das ist stimmt, ein Flying Theater. Ja. Wo du halt, ja, auf diesen beweglichen Dingern da sitzt. Und ich fand das schon geil. Man hat schon irgendwie, man hat den Atem von diesem Viech. Ja, es hat geatmet. Das fand ich richtig gut. Also aber das war schon geil. Was ich nicht so cool fand. Ich bin mal ein bisschen höher. Ja, also ich muss so halten, weil es regnet. Ich will nicht, dass sie den so lassen.
Ich fand es ein bisschen schade, dass man den Kopf von dem Tier nicht gesehen hat, weil ich hatte nicht so das Gefühl, auf so einem Tier zu sitzen irgendwie. Ich hatte aber das Gefühl, dass man fliegt. Ja. Und dadurch, das war schon cool. Also hat, man hat ja auch eine 3D-Brille auf. Ja. Und typisch Avatar war ja der erste große 3D-Film. War schon geiles 3D dabei. Also bei mir hat es irgendwie nicht so funktioniert. So. Ich weiß nicht, ob es an meinen Augen liegt oder ob es an der Brille lag, aber ich habe das noch öfter, dass 3D bei mir nicht so gut funktioniert. Bei mir hat es sehr gut funktioniert. Leider. So, Shop oder es regnet halt? Ja, Attraktion. Ne? Attraktion, okay. Da aber es war auch sonst geil. Es war wirklich schön, aber der Animatronic war halt schon das Highlight, oder? Ja, klar, natürlich. Ja. Aber auch der Rest des Rides, einfach wahnsinnig, wie geil das gemacht ist. So, wir gehen jetzt wieder raus aus dem Pandora-Bereich. Oh, war das geil. Das war echt mega schön. Sag mal, fühlst du dich eigentlich, wenn du so durch den Park gehst, manchmal auch wie so ein Mensch bei Rollercoaster Tycoon, der so rumehrt und irgendwo wacht einer über dich und irgendwann kommt so diese Pinzette, die dich ins Wasser schmeißt? Nein. Hast du auch immer Leute ins Wasser geschmissen? Nee, das ist so witzig. Wer hat das auch gemacht von euch? Wir gucken mal, wo es uns jetzt hintreibt. Wir haben noch keinen Plan. It's a bug life, glaube ich. Ach so, okay. Das müsste das nächste. Ich möchte aber auch noch die Show sehen. Findet Nemo Musical. Und Lion King. Oh ja. Wow. So, wir kommen gerade aus. Wie hieß es? Es ist Tough to be the Bug. Ja. Also, als ich gesehen habe, dass es ein 4D-Kino ist, dachte ich erst so, oh, ernsthaft. Aber es war das beste 4D-Kino, in dem ich je war. Das hat so richtig coole Effekte. Das war, glaube ich, die gruseligste Disney-Attraktion, die ich je hatte. Es haben so viele Kinder geheult da drin. Es mussten sogar Kinder rausgehen. Das war einfach schlimm. Das Ding ist, es gab halt einen Moment, da war so ein Insektenspray. Und auf es uns? Kam halt wirklich, ja, auf uns und es kam halt wirklich extrem viel Nebel raus. Der ganze Raum war voller Nebel und dann kamen so Spinnen von der Decke runter. Oh mein Gott, das war so schlimm. Das war echt creepy, aber echt geil. Ja. Also man sollte hier echt alles machen, weil überall steckt eine Überraschung hinter irgendwie. Außer die Crush-Attraktion gestern, das war jetzt nicht so geil. Aber ansonsten alles ausprobieren, überall reingehen, alles machen, alles angucken. Damit man nichts verpasst. So, wo gehen wir gerade hin? Ich würde sagen zur Lion King Show, oder? Oh ja! Ja, so finde ich gut. Ist halt erst in 40 Minuten, aber wir sind auch noch nicht da. Okay. Hallo,
Wir haben jetzt noch eine andere Show gefunden, die genau in unseren Zeitplan passt, bis die Lion King Show anfängt. Wir haben hier wieder so einen Menschen, der das für Gehörlose übersetzt. The wilderness must be explored. The wilderness must be explored. Gaw, gaw, roar. Gaw, gaw, roar. Ich fand es
ganz süß. Also, ja, hatte jetzt nicht mehr so viel mit König der Löwen zu tun, aber... Hä, die Vogelshow? Ach so, ich dachte... Okay, die war süß. Okay, dann ja, König der Löwen-Show. Also, das... Also ich weiß nicht, das hat schon viel mit König der Löwen zu tun. Es war halt nicht so, wie wir das vom Musical her kennen, mit den Menschen, die quasi die spielen, sondern wir hatten halt die echten Zeichentrickfiguren. Ja. Und ja, aber es war, wie hieß die Show? Es war ja auch irgendwie Festival oder so, nicht Musical in dem Sinne. Ich fand das sehr gut, also mir hat das echt gut gefallen. War gut. Ja, und anscheinend gehen wir jetzt auch direkt in die nächste Show und auch letzte Show, glaube ich. Gibt's so drei Shows hier? Drei, ja. Okay. Und das ist das Findet Nemo Musical. Klingt gut. Ja, bin gespannt. Weil das Findet Nemo hat ja eigentlich gar keine Songs. Eben, deswegen bin ich gespannt. Yeah.
Richtig geile Kostüme, muss ich sagen. Eher Puppen. Puppen und Kostüme, beides. Ja. War schon nicht schlecht gemacht. Die Lieder waren halt schwach. Die waren echt schwach. Fand aber ich jetzt nicht. Doch, fand ich nicht gut. Aber fand ich okay. So von Bühnenbild und was sie da so gemacht haben, so rumgeflogen. Und ja, wie ein richtiges Musical halt. Aber nicht so lang, aber ich fand das zu kurz. Also es war der ganze Film in einer halben Stunde. Das war ein bisschen zu stressig zwischendurch. Na, man muss den Film halt kennen, um das zu verstehen. Ja, definitiv kennen. Findet Nemo war übrigens der allererste Film, den ich im Kino gesehen habe. Ein bisschen geschlagen, aber nein, überhaupt. Also meine Seite hat nicht geschlagen. also wir waren schon beide gespoilert so ein bisschen, also über diesen Effekt mit dem Rückwärts und so. Aber trotzdem war es mega cool. Ja, mega gut. Und es war auch so noch vieles überraschend, so mit diesem Yeti und so. Ja. War cool. War echt cool. Ja. Und wir haben übrigens, wir können uns immer die On-Ride-Bilder kostenlos holen. Wir haben ja ein gratis Fotopass dabei. Das ist auch bei diesem Ticket für alle Parks, ja, das wir gekauft haben, dabei. Und du kannst einfach bei den Fotos immer mit diesem Ticket, da ist dann so eine Mickey Maus und dann hältst du deine Karte, deine Eintrittskarte da dran und dann ist es sofort gespeichert und du kannst, glaube ich, auf der App dann angucken. Ja, kannst runterladen, sofort teilen, bearbeiten. Ja, mega cool. Also ich weiß gar nicht, was ein Fotopass jetzt so kostet, aber also ich finde das mega geil. Also könnte sich sogar schon lohnen, wenn man das kauft. Kann man die überhaupt einzeln kaufen, die Bilder? Weiß ich. Ich glaube, es gibt nur Fotopässe. Weiß hier. Ich nicht.
Weil das ist ja nie ein Mensch. Du kannst, das musst du es ja selber hier holen, das Bild mit deiner Karte. Ich glaube, die haben verkauft nur Fotopässe. Noch was zu diesem Fotopass. Man kann sich nicht nur die Fotos von den Attraktionen kaufen, also die On-Ride-Fotos, sondern auch die Fotos von denen, die man mit den Charaktern macht, also die Mitarbeiter machen. Und manchmal sind auch Mitarbeiter... Okay, wir haben hier gerade ein Beispiel. Ja, es sind auch so Mitarbeiter unterwegs mit Kameras im Park, die Fotos machen. Und dann kriegt man das direkt auf die Karte, das Bild. Also mega gut. Hier ist ein Dino-Land. Ein riesen Dino und da ist ein Dino-Land. Hey, das ist eine Achterbahn. Fährt nicht. Fährt nicht? Für wilde Maus hier. Eine normale wilde Maus und eine spinning wilde Maus, aber sind beide geschlossen. Naja, egal, wir wollten sowieso zum Dino Dark Ride. Hier ist noch ein Dino Karussell. Können sie gut werden? Yo, we had to finish this drink. We just go away. Erwartet jetzt. Nope. Aber es war mehr so krank. Wir sind durch das Ding gefetzt. Zum Glück hatten wir einen Anschnallgurt. Warum war das so doll? Keine Ahnung. Kann sein, dass dieser Park nichts für Kinder ist. Irgendwie alle Attraktionen sind irgendwie gruselig oder heftig oder. Ich weiß nicht. Das ist ein bisschen krass. Ich fand das echt mega krass. Aber ich weiß nicht, vielleicht sind die Kinder sich das gewohnt in Amerika. Extrem gruselig. Es war gruselig und es war mega heftig. Das Auto hat halt die ganze Zeit irgendwie so gemacht und hoch und runter und zur Seite und... ja. Ich dachte erst, das ist ein Simulator, als ich das auf dem Video gesehen habe, dass das so macht. Nein. Aber nein, es ist ein Dark Ride. Okay. Ich weiß nicht, ob das Online-Video was geworden ist. Ich habe mit GoPro gefilmt, zum Glück. Aber mal gucken, es war halt schon sehr dunkel. Es ist extrem dunkel da drin, ja. Ja, mal gucken. So, Park macht jetzt leider gleich zu. Oder ist schon zu? Ich weiß nicht, wie spät es ist. Können wir noch was fahren? Ja, wir gucken mal, ob wir die Safari noch machen können. Okay. Oder ob wir die früher zu machen. Wir gucken mal. How's everybody doing today?
time is in the safari? Yes. That's great, that's great. Another one, it's my first time as well. Take that together. Now, couple safety rules. I said everybody remain seated, keep hands and feet inside the vehicle, and please do not call out to any of these animals. There are wild animals that throw on a very respectful situation. It's a rare thing. Over here on the left. More tan-colored antelope. That is the greater kudu. Now, greater kudus are the second largest species of antelope, going at about 55 inches up the shoulders. Wir haben es noch knapp in die Safari geschafft und war ganz nett. War ganz also nett. Thematisierung ist halt bam, ne? In der Safari? Pflanzen, ja. Ist ja keine Thematisierung, ist ja Natur. Also. Nee, das ist alles viel künstlich hier. Ja, aber weiß das nicht, kann man das als Thematisierung ja, bezeichnen? Kann man? Ich weiß nicht. Epcot hat bis 19 Uhr auf, komischerweise. Ja, Epcot hat irgendwie verlängert bis 19 Uhr. Aber was machen wir denn jetzt? Wir gehen raus. Ja, Epcot waren wir gestern. Ja, wir führen jetzt auch nicht nochmal nach Epcot. Ich würde sagen, wir gucken mal, was bei diesem Fun-Spot abgeht. Das können wir machen. Dann würde ich sagen, wir können ja noch kurz den Park reviewen, so was wir bisher gesehen haben. Ich weiß nicht, haben wir alles alle Attraktionen, glaube ich, schon gesehen. Bestimmt haben wir irgendwas außer übersehen. Außer Drafting. Okay. Naja, wir kommen sowieso, glaube ich, nochmal wieder. Es gibt ja noch eine Abendshow hier. Ja, wollen wir auch sehen. Und wir müssen abends noch zu dem Avatar-Bereich. Ja, ich möchte das allgemein nochmal abends hier sehen. Das muss bestimmt schön sein. Aber jetzt gehen wir erstmal raus. Und ja, wir hoffen, euch hat das Video aus Animal Kingdom gefallen. Es wird bestimmt noch ein bisschen mehr Material kommen. Ob jetzt in diesem Video oder in einem neuen Video. Wahrscheinlich eher in einem neuen Video. Ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.